Shalom, liebe die Meister, sehr geehrte Damen und Herren. Wie meistens bei den langen Nächten der polnischen Literatur begrüßen uns die beiden Musiker. Ich freue mich heute, den Arkadiusz Błyszyński und Krzysztof Kozielski, dass sie uns denn durch den Abend auch führen, musikalisch führen werden und dass die Musik ist. Habe ich gut den Namen ausgesprochen? Kozielski, ja? Richtig? Oder habe ich das falsch gemacht? Ich dachte, das war ein Zeichen für mich. Jedenfalls freue ich mich, die Musik ist wirklich korrespondiert wunderbar mit den Texten und ich freue mich nicht zuerst die Musiker, aber vor allem ist es auch ein literarischer Abend und begrüße ich zuerst die beiden heutigen Autoren, den alphabetisch Dariusz Muszel und Leszek Szaruga. Die werden heute auch von einem Autor und einem Moderator begleitet und geführt durch den Abend, nämlich Artur Becker in einer anderen Rolle als das letzte Mal hier in der Ignis und Manfred Mark. Und gelesen wird heute von Herr Bernd Hahn, den ich auch sehr herzlich begrüße und darf ich auch den Vertreter der Stadt Köln, Herr Dr. Gellner, unter uns auch auf herzlichste begrüßen. Wir treffen uns ab und zu auch hier, auch bei dieser Lesung, und das ist schon fast, kann man so sagen, kleine Tradition. Meine Damen und Herren, ja, 24 lange Nächte oder 12 Jahre, Frau Majewska ist nicht so sicher, aber sie sagte mir, das war gerade nach der Buchmesse 2000, die Jahre 2000, ja. Damals Polen war Gastland und das stimmte auch 12 Jahre, das wäre das auch der 24. Die Nacht, die 24. Nacht, die heute nicht nur, also die heute in Köln beginnt, morgen in Aachen, übermorgen in Bochum und am Montag in Paderborn stattfindet. Die literarischen Begegnungen sind eine hervorragende Grundlage für den deutsch-polnischen Kulturaustausch. Wie Professor Karl De Decius mal sagte, ich zitiere, Kulturaustausch bewirkt Verbindungen und Partnerschaft. Kulturaustausch bedeutet nicht die Aufgabe des eigenen, sondern dessen Bereicherung um das Fremde, wo es anregt und ergänzt. Ende des Zitates. Dieser Aufgabe folgen Schriftsteller und Dichter aus Polen und Deutschland, die aus ihren Werken und mit dem Publikum lesen und mit dem Publikum diskutieren. In den 90er Jahren hat unsere Botschaft, damals war noch die Botschaft in Köln, eine Podiumsdiskussion zum Thema polnische Literatur unbekannt, Strich, warum, Fragezeichen, veranstaltet. Diese provokative Frage kommt aus dem Munde von einem aus Polen stammenden, bekannten Literaturkritiker, den Sie sehr gut kennen, Marcel Reich-Ranicki. Er hat auf diese Frage sofort geantwortet, ich zitiere, polnische Literatur sei selbst daran schuld, dass sie unbekannt ist, weil sie zwar nicht schlecht, jedoch voller Merkwürdigkeiten sei. Ende des Zitates. Stellen wir uns die Frage heute, ist das immer noch so? Jedes Jahr erscheinen in Deutschland mehrere Dutzend Übersetzungen polnischer Prosa und Lyrik. Das ist viel mehr als in anderen westeuropäischen Ländern. Inzwischen, glaube ich persönlich, ist auch der Lesekreis gewachsen. Und Sie gehören, meine Damen und Herren, zu
die zu dem treuen Lesekreis der polnischen Literatur. Darauf freue ich mich auch sehr. Und ich kann persönlich mir vorstellen, dass jeder von Ihnen mindestens einen Autor oder einen Buch, also ein Buch von den heute auftretenden Autoren schon gelesen hat. Ich danke für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, sowie auch für Ihre Liebe zur polnischen Lyrik und Prosa. Und ich wünsche den Autoren und den Moderatoren dieser literarischen Nacht eine anregende und fruchtbare Begegnung mit uns, den Lesern. Dankeschön, und jetzt bitte ich um das Wort, Herr Dr. Böhm. Sehr verehrte, liebe Frau Generalkonsulin Kosłowska, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die lange Nacht der polnischen Literatur ist wirklich ein Phänomen. Sie haben es eben gehört. 2000 der Gastauftritt in Frankfurt, seither regelmäßig unsere langen Nächte hier in Köln bei Ignis. Und das im freien Kulturbereich, wo man ja immer am Anfang des Jahres noch nicht weiß, ob man Geld für das hat, was man alles plant. Es hat aber immer irgendwie geklappt, und das ist, wie gesagt, erstaunlich. Es ist sogar so, dass in diesem Jahr ist es die erste lange Nacht, die im Frühjahr ist ausgefallen, aber nicht ausgefallen, sie ist nur verschoben. Sie findet im Dezember noch statt, sodass Sie jetzt kurz hintereinander zwei lange Nächte haben werden. Bitte also den 14. Dezember vormerken, damit alles seine Ordnung hat. Die muss auch dieses Jahr stattfinden, denn sie war geplant. Dass das so gut klappt, hat zunächst mal zwei Gründe. Erstens mal unsere hervorragenden zeitgenössischen polnischen Autoren und Autorinnen. Immer wieder spannend, auch für diejenigen, die ich zum Beispiel nicht Polnisch können, dann auf deutsche Übersetzungen angewiesen sind. Und natürlich Sie, die Frau Generalkonsulin hat das schon angesprochen. Es ist immer ein Vergnügen, hier hinzukommen bei diesem treuen, vielfältigen Publikum, dass eine solche Reihe so ein Erfolg geworden ist. Ist auch Ihr großes Verdienst, und daher für vielen Dank. Natürlich muss auch so etwas organisiert werden, und da kommt uns zustatten, dass seit vielen, vielen Jahren eine gute Kooperation besteht, eben hier zwischen Ignis und früher der polnischen Botschaft, jetzt dem polnischen Generalkonsulat. Und irgendwelche Leute müssen Geld geben. Auch das ist zwar immer wieder schwierig, aber Willa Andrzejewski schafft es immer, Bund, Land und Stadt zu bewegen. Wie Sie wissen, bin ich ja nun schon seit einigen Jahren nicht mehr im Kulturamt der Stadt, aber ich habe den offiziellen Auftrag, in die Größe der Stadt und auch der zuständigen Referentin Barbara Förster zu überbringen. Die Mitwirkenden des Abends sind schon weitgehend vorgestellt worden. Es sind ja auch viele liebe Bekannte, die wir schon öfters erlebt haben, dabei. Neu sind in der Regel, bisher haben nur ganz wenige Autoren ein zweites Mal hier gelesen, also die Autoren, Mariusz Musze und Leszek
Charuga, ja. Neu ist die Moderation, aber eben nicht so ganz neu, weil sie mit einem alten Bekannten ist, Arthur Becker, der hier schon als Autor aufgetreten ist, und Manfred Mack, aber in der Rolle der Moderatoren neu. Und alle anderen sind Ihnen seit langer Zeit bekannt. Ich muss sie Ihnen daher nicht mehr vorstellen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erlebnisreichen und spannenden Abend. Und ich kann Ihnen versichern, die Buchmesse dieses Jahr in Frankfurt hat mir wieder gezeigt mit dem wunderbaren polnischen Stand. Es erwarten uns wieder spannende Dinge. Das abgesehen von dieser nachgeholten Veranstaltung im Dezember. Wir werden uns sicherlich 2013 wiedersehen. Insofern war wirklich Polen eines der erfolgreichsten Länder mit einem Gastauftritt in Frankfurt, da seit dieser Zeit eben sehr viel polnische Literatur ins Deutsche übersetzt worden ist. Die Frau Generalkonsulin hat es eben schon erwähnt. Und ich muss auch sagen, der hochverehrte Literaturkritiker Reich Ranicki hat immer gesagt, polnische Lyrik ist überragend. Mehrere Nobelpreise belegen das ja auch. Aber die Prosa, ich kann sagen, seitdem wir manch die nicht polnisch Sprechenden, dank der vielen Übersetzungen auch einen guten Überblick über die Prosa haben, würde ich sagen, die ist auch hervorragend. Und daher seien Sie mit mir gespannt, nicht nur auf den heutigen Abend, ich kann Ihnen versichern, es wird weitergehen. Thank you.